Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 3 in der 2D Pixel Remaster Version. Jetzt hätte ich mich beinahe verplappert beim Intro. Das ist ja unbelievable und so. So, schön langsam muss ich sagen, gehen mir die Zauber aus. Ja? Aber noch geht's. Ich will noch kein Vitra, kein Elixier oder so verwenden, weil ich geizig bin. So. Das verbotene Land Eureka. Wow. Oh, guck mal, da ist eine weitere Waffe. Phönixfeder, okay. Ich bin aber... Angriff von hinten, okay. Okeanos. Okay. Ja, komm, den locken wir mal ein bisschen an. Also, weißt du was, den Angriff. Hier machen wir Aeroga. Ja. Da machen wir Beschwöribus auf Glaciens und hier Kraftschub. Ich muss aufpassen, dass ich mich nicht wieder selbst zerstöre wie letztens. Ja, Glaub macht schon auch guten Schaden. Also man muss da auf jeden Fall echt gucken. Ich glaube, ich darf nicht zweimal boosten oder so und dann ist Schluss. Oh, ja gut, der Gegner hält nichts aus. So. Ich bin aber ich glaube, dass ich, bevor ich den jetzt angreife, werde ich wirklich mir ein Elixier mal einwerfen. Und zwar zumindest für Bud Spencer, damit wir da auf jeden Fall wieder alle MP haben. Ja. Jean-Luc bekommt noch keins. Das kommt erst später. So. Masamune, die mystische Klinge. Besiegt mich und ich werde euch gehören. Ja, es ist alles für Klassen, die wir nicht brauchen. Oh, Kunuichi. Ja, Kunuichi, ich lock dich mal. Ja. Wir machen hier Protes auf Spock. Und Jean-Luc macht hier einmal Terra. Und wir werden Kraftschub. Ich mache jetzt dreimal Kraftschub. Ich glaube, dreimal müsste gehen, ne? So, einmal Kraftschub gemacht. Der Aufruf war jetzt nicht so sonderlich gut. Ich glaube, ich mache nochmal Angriff. Das ist besser, ne? So, hier auch nochmal. Dann, ja, Ignis. Nochmal Kraftschub. Alter, die Angriffe sind echt, das ist schon stark. Das ist dafür schon schwach. Ich glaube, ich muss doch wieder mit Anlocken arbeiten. So, dann machen wir vielleicht hier Vigra, hier so, und dann hier beschwören. Einmal, dann machen wir Glacier und ich glaube, ich traue mich nicht im dritten, ich mache jetzt Angriff. Naja, zumindest hat das Anlocken funktioniert. Was? Das zieht. Oh, wow. Okay. Ich glaube, Bud Spencer sollte alle... Ja, wunderbar. Bud Spencer hat alle Hände voll zu tun, ein bisschen besser anzugreifen, hätte ich gesagt. Ein bisschen besser zu heilen, wollte ich sagen. Vika, auch auf ihn. Dann beschweren wir nochmal Fulgur. Hier Angriff. Na toll. Und Cloud ist tot. Oh nein! Nicht optimal gelaufen, sage ich mal. Bis jetzt zumindest. Ja, gut, weißt du was? Machen wir mal Engel. Wir haben Engel eh noch nie gezaubert. So, wir beschwören. Irgendwie sind die alle nicht gut. Vielleicht machen wir doch Mors. So, und einmal Angriff. Nur dieses Aerogar. Muss das sein? Zugen. Toll. Ja, immerhin haben wir da einen guten Angriff. Komm. Itaga. Ja, irgendwie ist gar nichts gut, habe ich das Gefühl. Nein! Cloud ist tot. Gar ist schon gut. Oh gut, dann probieren wir es nochmal. Machen wir nochmal Engel. Vielleicht ist auch der Tokobo gut. Ich probiere es einfach mal. Ja, könnte ja sein. Dass das so der Witz dran ist. Oh, haben wir keine MP mehr oder was? Kunuichi. Hm? Tokobo tritt. Ach, tolles Bock hat. Vergift auch noch. Schaden durch Gift genommen, ne? Das ist ja nicht so gut. So, machen wir hier einmal Vitaga auf alle.
Und Sean Luke, weißt du was? Sean Luke gibt jetzt hier ein Antidot an Cloud und Cloud, an Spock, und Spock macht einen Kraftschub. Und Cloud ist schon wieder tot. Immer dieses Aero-Gar. Das war jetzt ziemlich umsonst. Ja, machen wir eben nochmal Engel. Da, ja, Fulgur und Angriff. Könntest du nicht einfach sterben? Jeder andere auch. Ja, toll. Haben wir jetzt wirklich ein Auto-Battle-Fail gemacht, oder? Jetzt, ich habe echt ein Auto-Battle-Fail gemacht. Ja, Gott sei Dank, das ist tot. Boah, das wäre jetzt richtig peinlich geworden, wenn ich jetzt Engel gezaubert hätte, obwohl keiner tot ist. Gott sei Dank ist das nicht passiert. Ja, wow. Gut, Wagen vorne, der Kampf gefällt mir. Masamune erhalten. Boah, schön. Und ich weiß gar nicht, dieser Dungeon, ob es den im Original auch gab. Bin ich jetzt echt voll überfragt, ne? So, was machen wir denn da jetzt? Ich könnte... Ja, komm, machen wir Vitra. Weil im Kampf ist das eh fast unbrauchbar. So, die Masamune ist für wen? Ist wahrscheinlich wieder so ein... Ja, ist eh klar, für einen Dunkelritter. Toll. Finde ich auch Waffen, die ich brauchen kann? Frag dich. Schön, dass ich massenweise Phönixfedern bekomme. Das ist ja auch nicht schlecht. So. Nach links ist alles zerbrochen. Muss ich da dann springen oder was muss ich denn da machen, wenn das alles zerbrochen ist? Ja gut, ich mache da lieber anlocken. Dann machen wir da ein bisschen, komm mal Aero. Hier beschwören auf Ignis und hier, ja, machen wir Angriff. Go. So, Inferno. Infernales. Und Aero kommt, stirbt. Oh, ja, wunderbar. Super. Gut, ich kann da einfach drüber laufen über die kaputten Brücken. So, und ich weiß nicht, ob ich Jean-Luc jetzt... Nee, komm, der Jean-Luc, der soll ruhig jetzt noch seine ganzen Zauber machen. Excalibur, das legendäre Schwert. Lasst uns sehen, ob euer Licht heller leuchtet als das meine. Gucken wir mal. Der General Bergfrühling. Ja, dann... Das übliche Spiel, Brot ist auf meinen Damage-Dealer. Hier beschwören wir einmal von oben nach unten. Wir fangen an mit Morris, was wahrscheinlich ganz schlecht ist, und Kraftschub. Zantizuken! Toll, Zantizuken funktioniert natürlich nie. Ja? Weil das wäre ja das Zerstörungsding. So, dann machen wir nochmal anlocken. Dann machen wir hier nochmal Brot ist auf ihn. Ich sollte... Warum habe ich mich eigentlich vor dem Kampf nochmal nicht geheilt? Weiß man nicht so genau, ne? Weil wir doof sind. Hast du jetzt dem einfach HP gesaugt? Geht ja gar nicht. Zum Glück haben wir noch nicht viel Schaden gemacht, ne? Unlocken natürlich, und dann machen wir einmal hier... Wie... Reicht Vitra? Nee, mal komm, machen wir Vitra. Wir müssen nicht so viel sparen. So, hier nochmal Ignis. Und hier machen wir jetzt Angriff. Inferno? Vitra. So, okay, Vitra reicht auf alle Fälle. Bio. Ach, hey. Ist er jetzt vergiftet? Nö. Gut, dann machen wir nochmal hier Vitra. Ja, und der Rest ist eh okay, so hätte ich gesagt. So. Wow, richtig schlecht. Was, Exodus? Moment, das ist nicht okay. Warum funktioniert das? Warum darf der das? Darf der das überhaupt? Hier einfach so Exodus zu zaubern? Ich meine, wo kommen wir denn da hin? Fulgur? Blitz des Urteils. Genau. Ich urteile über dich, weil das ist nicht okay, was du gerade gemacht hast. Engel. ja, anlocken. So, dann machen wir hier Vitra auf ihn. Und hier einmal noch beschwören Fulgur. Und dann müssen wir mit Kraftschub. Ich hoffe, der hält das aus. Ja, gut, wir haben angelockt. Das ist gut. Ja, okay.
So, nochmal anlocken. Dann werden wir hier diesmal ein Vigra auf alle machen, weil wir haben nämlich Bedarf daran. So. Nochmal Kraftschub. Diamantstau. So, okay. Oh, jetzt habe ich denselben Spaß nochmal gemacht. Egal. Boah, hoffentlich mache ich nicht... Wollte gerade sagen, ich Idiot. Ja, Auto-Battle-Fail. Ist immer schön, ne? Ein Auto-Battle-Fail pro Episode gehört auf jeden Fall dazu. Ah, das ist ja, wow. So. Oh, haben wir gar nichts mehr. Doch, einen Terra haben wir noch. Und ich hoffe nur, dass jetzt dieser mit der Explosion, dass sich da der alte Kraftschub weggeht, ne? Müsste ja eigentlich. So, du musst dich jetzt auf jeden Fall hier mal mit Vitra ein bisschen heilen, sondern jetzt haben wir wirklich gar nichts mehr außer Mors und ja, gut, dann müssen wir Chocobo machen. Hilft alles jetzt. So, nochmal ein Kraftschub. So, aber jetzt aufpassen, Auto-Battle auf jeden Fall ausschalten. Also es bekommen wir Probleme. Wow, Chocobo tritt ist so gut. So. Anlocken. Ja, aber komm. Mach mal Aero. Chocobo und Angriff. Sehr schön. Super Schaden. Wie gefällt mir das? Wunderbar. So, ein Aero. Ja, komm, ist besser als nix. Passt ganz gut. Ich mag die Battle-Musik von den epischen Kämpfen echt richtig cool. Ach, Exitus, funktioniert das wieder? Warum darf der das einfach? Ich finde das so fies. So, gut, dann machen wir nochmal Engel. Oh, das ist das letzte Mal, dass ich Engel mache. Ja, gut, dann machen wir vielleicht doch eher Phoenix wieder. Phoenix wieder. So, hier einmal den da und einmal den. So, dann schauen wir mal, was der Gegner so Spaßiges macht. Bio auf Jean-Luc. Ja, ist okay. So, einmal anlocken. Dann machen wir hier einmal Vitra. Jean-Luc beschwört seinen Chocobo. Und hier machen wir mal wieder einen Kraftschock-Schub. Na toll. Warum funktioniert das eigentlich auch jedes Mal? Ich finde das echt irgendwie voll fies, dass das auch jedes Mal funktioniert. Ja. So. Eine weitere Phönixfeder. Zu Diensten. Und einmal noch Chocobo beschwören. Ja. Anlocken. Vitra. Chocobo beschwören. Kraftschuh. Wahrscheinlich wird der jetzt vom Chocobo getötet, oder? Ich würde eh gleich glauben. So, Kraftschub, okay. Na toll. Okay, es sieht so aus, als müssten wir jetzt wirklich Vita da zaubern, was okay ist. So, hier nochmal Kraftschub. Und wichtig, in der nächsten Runde kein Kraftschub, sonst explodieren wir wieder. Was nicht ideal ist natürlich. So, Vita heilt mich fast komplett. Der Kraft von Vita Garion. Was das auch immer bedeutet. So. Und Angriff. ...5000 Schaden! Wow. Richtig gut. So, zwei. Okay. Excalibur erhalten. Schön. Freude. So, okay, gut. Kann ich damit eigentlich jetzt irgendwas anfangen? Ja, ist nur für den Ritter. Natürlich. Also ich kann blöderweise mit den ganzen Waffen nichts anfangen, weil ich die richtigen Klassen einfach nicht habe. Was natürlich bitter ist, aber halt so ist. So, Jean-Luc bekommt ein Elixier jetzt mal. Damit er nicht dauerhaft Chocobo zaubern muss. So, wie komme ich jetzt da hinten ran? Angriff von hinten. Ne, das mag ich nicht so. Warum habe ich mich eigentlich nicht geheilt? Weiß man nicht, ne? Muss man auch nicht verstehen. Weißt du was? Dafür hauen wir jetzt eine Aero-Gar raus. Ja, weil ich einfach mich nicht geheilt habe.
und Rex sparen wir uns noch. Ich könnte eigentlich auch einen Mors raushauen. Ja. Also mit Glück haben sie die Gegner dann Zanteizuken. Nee, natürlich nicht. Hat nicht funktioniert. Schade. Oh, Schaden durch Gift genommen. Sehr schön. So. Gut, dann funktioniert Mors eben hier wieder nicht. Dann eben treten. So. Und nach dem Kampf ganz wichtig, vielleicht heilen. Wäre nicht so schlecht, ne? Oh, wow, mit 97 haben wir dann bis begeistert. So, Items mit High Potions. Ah ja, okay, ich kann einfach drüber laufen. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Warum sind die Brücken dann kaputt, wenn ich einfach drüber laufen kann? Und kommt mir jetzt nicht mit, ey, das ist das magische Land, da funktioniert alles. Ja, weil es ist ja das verbotene Land, nicht das magische, oder wie war das? Weiß gar nicht mehr genau. Autsch. Dias Wut, sage ich nur. Ja, und tschüss, sage ich nur. So, schnell weiter. Hier den Berg hoch. Oh, da vorne sind noch zwei Wappen. Wie viele Kisten fehlen mir eigentlich noch? 4. Okay. Da komm, machen wir das alte Spiel. Sehr schön. Okay, wunderbar. So, und ganz wichtig, bevor wir diesen Stab ansprechen, heilen. Genau, mit High Potion. So. Der Ältestenstab. Ihr müsst mich bekämpfen, wenn ihr meine Kraft begehrt. Warum habe ich eigentlich jetzt nicht vorher nicht Auto gespeichert? Ich bin doof, ne? Ich habe nicht gespeichert davor. Skylla! Ja, das ist jetzt ganz toll. Jetzt habe ich echt nicht gespeichert davor. Wie doof bin ich denn bitte? Dann müssen wir doch glatt jetzt mal Rex machen. Beschwert machen. So, ein Kraftschub. Eisgar. Oh oh. Naja, nicht so krass. Rotes. Living. Mega Flare. Wow. Und? Macht Schaden? Ja, doch. Ist ganz gut. Leider kann ich das nur einmal. So, dann machen wir hier nochmal Brot mit... Ich kann kein Brot das mehr machen. Das ist natürlich jetzt nicht ideal. Brauchen wir irgendwas anderes? Nee, hat noch nicht wirklich... Na gut, Spock könnten wir mit dem Vita heilen. So, gut, dann haben wir hier... Ja, machen wir Aqua und hier nochmal Kraftschub. Der ist natürlich schlecht. Ich muss aufpassen, dass mich der jetzt nicht wiped. Ich habe mich gespeichert vom Kampf. Ein Vita vielleicht wird lang. So, okay. Ja, Vitra. Aqua. Und hier müssen wir jetzt angreifen, wenn nicht, dass wir uns wieder zerstören. Ah, sehr schön. Ah ja, gut, dann können wir das schon drin lassen. Als Auto-Battle. Das Vitra. Ich hoffe nur, dass Bud Spencer nicht auf die Idee kommt, irgendjemand anderen zu heilen. Sehr gut. Ja, können wir euch drin lassen. Flutwelle. Aber ich glaube, jetzt haben wir keine Flutwelle mehr, ne? Weil Anlocken ging daneben. Sanctus, das ist nicht ideal. Das ist gar nicht ideal. Ich glaube, ich sollte mich wieder buffen, ne? Warum haben wir jetzt auf Angreifen umgeschaltet? Hä? Wieso hat... Was? Ach, weil ich kein Vitra mehr habe. Ach Gott. Ich habe auch kein Vigra mehr. Muss ich mit Vitaga arbeiten. Ach, du Schande. Ja, komm. Nee, Vitaga. Ja, das haben wir ja ganz gut hinbekommen hier. Wow. So, Mors brauchen wir gar nicht probieren, das funktioniert eh wieder nicht. Dann einen Kraftschub. Verdammt, wenn dieses Unlocken nie funktioniert, da habe ich immer Bedenken. Gut, aber er hat eh trotzdem den richtigen erwischt. Oh toll, jetzt ist sogar Cloud fast tot. Habe ich jetzt wie Tage auf alle? Ich glaube schon, ne? Ja, fertig. Richtige Entscheidung. So, machen wir das nochmal. Weil wir sind ja grundsätzlich eh alle ein bisschen am
hustlen. Ich mache nochmal einen Kraftschub. Ich bin mir nicht sicher, ob das gut ist. Ob ich den noch vertrage, aber ich glaube schon. Und irgendwie hat jetzt so oft das Unlock nicht funktioniert, dass ich recht am Überlegen bin und ich glaube, mich einfach mitkämpfen lasse. Weißt du was? Ich mache das jetzt einfach auch. So. Bud Spencer. Ja. Puh. Machen wir sicherheitshalber mal einen Vita, auch wenn es wahrscheinlich nichts bringt, weil der das vorher macht. Ich probiere mal Ignis, weil irgendwie Terra war jetzt nicht so. Ja, habe ich gewusst, ne? Was? Jetzt bin ich sauer. Hat sich der gerade um 4000 geheilt? Ich mach dich sofort konfus, wenn du... Ich könnte eigentlich... Weißt du was? Warum mache ich eigentlich nicht Hast hier auf uns alle? So. Weiß ich gar nicht. Hat Ignis... War das jetzt besser als Terra? Ich habe nicht aufgepasst. Sanctus ist nicht gut. Oh, ja. Hat er wohl nicht überlebt. Könnte es ja auch einfach sterben, Gegner, ne? Mal Engel. Oh Gott, wir haben noch mal Engel. Ich habe schon mal gesagt, dass ich mich nicht so gut vorbereitet habe hier. Nein, bitte, du musst das überleben. Was? Warum ist das so stark? Oh, warum ist er tot? Ich verstehe nichts mehr. Das ist seltsam. Schade um die Erfahrungspunkte, aber gut, komm. Ist okay. Der magische Stock, der älteste Stab. Ältesten Stab erhalten. Juhu! Und außerdem den Beruf des Ninja, der den Kampf mit sämtlichen Waffen beherrscht und den Beruf des Weisen, der sich auf das Wirken sämtlicher Zauber versteht. Was? Wie cool ist das denn? Ja, warum nicht? Gut. ich heile mich trotzdem mal ganz kurz. Sicherheitshalber mache ich jetzt hier Phönixfeder und... Und heile mich mal kurz mit Vita. Ja, voll übertrieben umsonst alles. Gut, und ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Und wie es weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Tschüss, Leute.